Hallo Bastler. Zunächst erstmal ein frohes neues Jahr nachträglich, denn diesmal hat es ein bisschen länger gedauert, weil ich das extra umbauen musste hier. Mein Traktor, der mit dem Getriebe nicht klar kam, habe ich dreimal jetzt gebaut. Hier liegen die Teile, die erkläre ich dir aber noch. Vorne sieht er so aus und hinten so. Und nun nehmen wir mal eben die ab und dann können wir reingucken. Ja. Also ein Traktor ist ja so, dass er normalerweise einen Diesel drin hat. Diesel gab es mal früher für Modelle, aber ich habe jetzt einen Viertakter drin. Dieser hat allerdings 6 Kubik. Und darum die Schwierigkeit war, den jetzt elektrisch anzulassen, wie ich es in anderen Modellen schon gemacht habe. Das will bei der Kubikzahl einfach nicht hinhauen. Ne? Das war alles am Qualmen und Machen und Tun. Dann der Antrieb. Es braucht immer ein Getriebe und eine Kupplung. Das habe ich jetzt hier verwirklicht, aber das erzähle ich dann nochmal. Früher war es ja so, dieses, hier war so ein Reibrad, da haben wir auch ein Foto von. Dies lief hier und dann war das der Antrieb zur Kaderwelle hin. Das war die zweite Version. Die allererste war, damit ich überhaupt mal was reduzieren konnte, ist hier so ein Schneckengetriebe. Haben wir auch ein Foto von gemacht. Aber das läuft, das war dann so drin und dies ging zur Kaderwelle hin und hier war das Reibrad dran. Aber das lief zu schwer. Das rutschte immer durch. Und dann habe ich mir da als nächstes das einfallen lassen. Hier ist ja so eine Doppelscheibe. Und von hier aus, das Reibrad geht nach hinten ans Getriebe. Und hier mit dem Servo wechsle ich dann hier hin und her. Eine Nullstellung, so ist Null und so ist dann vorwärts oder rückwärts. Müsste ich dann mal unten zeigen. Das ist dann hier. Oh, das ist jetzt hier diese Umwechselscheibe für vorwärts, rückwärts. Hier ist das Reibrad, Zwischengetriebe und hier hinten geht es aufs Differential drauf. Und mit dem Servo werden dieses hin und her bewegt. Ja. Hier ist das Servo, da habe ich noch viel dazwischen, damit das nicht überlastet wird. Und das ist hier der jetzige Antrieb. Der scheint aber hinzuhauen. Und hier sitzt dann der Viertakter, der Zylinder zumindest. Das Schwungrad ist klar, der treibt dann diese Mimik an. Und nun zeige ich mal eben, was die ganzen Einbauteile sind hier. Also hier hinten ist der Akku, das ist klar, der Empfänger. Dieses Teil hier, das ist ein Kaufteil, das ist vor dem Lenkservo. Das ist ein Verzögerer, dadurch läuft die Lenkung langsamer. Und dann, ja, was haben wir noch? Achso, da habe ich hier noch die Glühkerze. Und die wird gespeist von dieser Elektronik. Mit 1,2 Volt, das ist ein DC-DC-Wandler, der auch von diesem Akku kommt. Der Akku hat hier auch noch einen DC-DC-Wandler für einen Empfänger, der macht dann 4,8 Volt für diesen Empfänger hier. Hier ist das Gas-Servo, hier ist der Vergaser, dann ist hier dieses, das ist eine kleine Pumpe, da kann ich den Sprit, diese hier, kann ich den Sprit zum Vergaser rüberpumpen, der ist jetzt leer, dann, wenn man den über Kopf legt, dann läuft das raus. Also hier auf, habt ihr gesehen, hier vorne so ein kleines Schaufenster, ne? Schauglas. Hier wird befüllt dann später. Hier oben drin. Das muss auch luftig sein, weil der Tank wird vom Auspuff, ist ja auch bekannt, ein bisschen beaufschlagt, damit der Sprit besser rüberläuft. Dann braucht er das nicht ansaugen. Hier sieht man den Servo, der hier die Mimik umschaltet. Dieses Reibrad liegt mal an der Seite an, dann läuft er vorwärts und dann auf der anderen Seite läuft er rückwärts und in der Mitte macht er gar nichts. Geht auf dieses Getriebe hier. Das Getriebe habe ich aus einem Getriebemotor ausgebaut und noch geändert, damit die Übersetzung passt. Und dann geht es hier hinten zum Differential. Hier ist ja das Differential, das sieht man ja so. Ne? Aber gegensinnig. Dann habe ich hier noch einen Schalldämpfer eingebaut. Ja, das klingt sehr gut. Da habe ich auch so. Dieses hier kann man verstellen, dann kann man den gerade Ausfahrt besser hinkriegen. Ne? Ja, also hier habe ich dann nochmal auf dem Monitor
das, wie das früher mal aussah, zu zeigen. Also hier ist das große Reitrad. Das wird vom Motor angetrieben, das war alles ein bisschen umständlich. Das ging von hier unten auf die Riemenscheibe und dann wieder hier hin und dann zum Schwungrad, weil der Motor so stehend eingebaut war und Schwungrad nach vorne. Und das haut er überhaupt nicht hin. Da hatte ich die Übersetzung, um die hinzukriegen, habe ich so ein Schneckengetriebe gebaut. Das seht ihr hier. Aber das lief irgendwie alles zu schwer, obwohl das Schnecke ist, aber muss eigentlich gehen, aber funktioniert nicht. Und dann habe ich noch eine Version gehabt. Das ist auch nochmal eine andere, das ist ein Winkelgetriebe hier. Das war, was ich vorhin gezeigt habe, dieses hier. Das sitzt denn so da drin. Und dann ist hier das Servo, ne, das ist dieses Teil gewesen. Aber das funktioniert auch nicht richtig. Ja, dann wollen wir nochmal eben tanken, dass wir dann eine Fahrt machen können. Wir wollen den Viertakter ja bestimmt mal hören. Da kann ich noch was zu erzählen, zu der Spritze. Da war ich in der Apotheke und frage nach so einer Spritze. Und da guckt die mich ganz groß an. Ich sage, ja, ich will da nicht jemand mit impfen, ich will ein Modell mit tanken. Und dann hat sie mir die verkauft, nicht? Zur Fernbedienung kann ich auch noch was sagen. Dieser Knopf hier, das ist ein Putti, da kann ich das Gas mit einstellen. Das bleibt dann auf Dauer, weil ich ja mit dieser Mimik vor- und rückwärts kann. Diese ist für die Lenkung hier. Hier ist im Vorwärts, Rückwärts. Das war früher mal der Anlass, aber das geht nicht, das funktioniert nicht. Muss ich drin fremd starten. Diese Anzeige ist für Glühkerze, hat er jetzt 1 bis 1,2 Volt so ungefähr. Da sieht man jetzt schon die Verzögerung, ne? Ich halte das mal hier so hin. Die ganze Ecke langsamer. So, jetzt müssen wir hier mal eben pumpen. Das zeige ich auch mal eben. Diese hier. Da geht dann so den Sprit an und schickt ihn zum Vergaser. Und nicht zu viel, dass er nicht absäuft. So, da haben wir euch ja alles gezeigt. Die Probefahrt machen wir dann demnächst und dann machen wir eine neue Folge von. Erstmal schönen Dank fürs Zuschauen.